Hallo in die Runde, herzlich willkommen zu unserem Webinar, dürfen wir nicht mehr sagen, zu unserem Online-Seminar auf den Punkt Corporate Venturing. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Gesine von der Gröben. Ich bin Partnerin hier im Baitenburkhardt Büro in Frankfurt im Bereich Corporate M&A und insbesondere im Bereich Venture Capital und Startups. Und mit mir heute wird ihr die 20 Minuten informativ füllen. Mein Partner Mario Weichel aus unserem Münchner Büro. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen springen wir direkt rein. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir werden erstmal einen kleinen Überblick natürlich geben: Corporate Venturing, Corporate Venture Capital, CVC. Was ist das? Sind einige von Ihnen dabei, die schon Erfahrung in dem Bereich haben? Das weiß ich. Wir haben aber auch für Sie was dabei, denn wir werden nochmal erklären, warum, wann und wie soll man überhaupt investieren? Warum soll man als großer Corporate oder auch kleinerer Corporate Venture Capital betreiben, Corporate Venturing betreiben? Und vor allem haben wir aus unserer langjährigen Erfahrung in dem Bereich einige Do's und Don'ts zusammengefasst, einige ja, immer wiederkehrende Fehler und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Sie da vielleicht Best Practices haben. Da freuen wir uns natürlich auch danach in den Dialog zu treten. Sprechen Sie uns gerne an. Während der Präsentation können Sie gerne über das Tool, was Ihnen im Meeting zur Verfügung gestellt wurde, Fragen stellen. Die werden wir versuchen, an der Stelle dann auch gleich einzuspielen. Gut, dann starten wir direkt. Mario, ich übergebe an dich. Toll. Mit einer Einführung. Und zwar letztendlich kurz möchten wir darstellen, warum überhaupt Corporate Venturing. Das ist jetzt eine Folie. Hier ist es nicht beabsichtigt, dass jedes Wort lesbar ist. Es soll nur einen Überblick schaffen für bekannte Unternehmen, die sich im Corporate Venturing-Bereich engagieren. Und wie jetzt aus unserer Präsentation auch noch gleich hervorgehen wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Arten, Corporate Venturing zu betreiben. Auf dieser Übersicht sieht man die Inkubatoren, Akzeleratoren oder Venture Capital Engagements der Unternehmen. Und was da einfach deutlich wird, ist, dass ja, also bereits viele Unternehmen aktiv sind, auch aus dem Mittelstand und teilweise auf alle drei Arten. Teilweise haben sie sich eine Art rausgepickt. Wir werden gleich noch sehen, also welche Arten für welche Ziele am geeignetsten sind. An der Stelle einmal kurz loswerden, eine Lieblingsanekdote von mir, bevor ich gleich zu der Folie komme, dass viele amerikanische Unternehmen, über die geschimpft wird, sie würden ja keine Gewinne machen. Tesla, Amazon lange auch. Mittlerweile machen sie natürlich große Gewinne, aber auch ganz lange Zeit keine Gewinne. Die investieren so viel in Forschung und Entwicklung, wenn unsere deutschen Industrieunternehmen das gleiche Prozentual des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren würden, würden die allermeisten Verluste schreiben. Und deshalb ist Corporate Venture Capital eine Art und Weise, wie man Forschungs- und Entwicklungsausgaben auch einsetzen kann. Das ist sicherlich nicht, das soll jetzt nicht Forschung und Entwicklung ersetzen, aber es ist eine absolut wertvolle Ergänzung zum Forschungs- und Entwicklungsbudget. Ja, hier, das ist nur eine ganz kurze Übersicht über die Dealaktivität, das Volumen und die Anzahl der Deals mit Corporate Venture Capital Beteiligung, also ein steigender Trend. 2019 abnehmend, das ist in Linie mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 18, 19, die ein bisschen einen Dämpfer bekommen hat. Und jetzt stieg dann Ende 2019 eigentlich wieder an, Anfang 2020. Und mit der Covid-Krise gab es vor allem im zweiten Quartal natürlich einen starken Dämpfer. Aber zumindest habe ich da Zahlen für Venture Capital, wird es im Corporate Venture Capital wahrscheinlich auch nicht anders sein. Wobei wir sagen müssen, aus unserer Erfahrung oder jetzt aktuellen Marktbeobachtung, klar, es gab einen Dämpfer durch Covid, aber also ich habe persönlich jetzt nicht den Eindruck, wenn ich mit unserem Mandanten spreche, dass das Thema tot ist. Natürlich musste sich jeder erstmal wieder adjustieren und schauen, wie es weitergeht im operativen Bereich, aber
Tatsächlich geht es jetzt wieder los. Also die Beteiligungsrunden steigen wieder. Man hat die Gespräche sowieso nie ausgesetzt, sondern weitergeführt. Also ich bin da, gehe da relativ optimistisch jetzt ins zweite Halbjahr, was das angeht, muss ich sagen. Ja, genau. Was ist Corporate Venture Capital? Auch wieder kurz. Es ist Eigenkapital von Unternehmen, die nicht im Finanzbereich tätig sind. Ob das dann eigene Ausgründungsprojekte oder Investments in bereits bestehende externe Startups sind, ist dann eigentlich egal, ist schon eine Frage der Art und Weise. Aber die Abgrenzung findet einfach statt zum klassischen Venture Capital über Venture Capital Fonds. Und genau, und die Investoren in Fonds sind eben, also werden als Finanzinvestoren bezeichnet, letztendlich auch, wenn es Privatleute sind. Und Corporate Venture Capital kann in einer internen Abteilung organisiert sein oder in einem eigenen Vehikel, in einer Beteiligungsgesellschaft. Wir sehen da regelmäßig Bemühungen, es möglichst von, also das ist meine persönliche Erfahrung hier in München, es möglichst vom restlichen Konzerngeschäft getrennt zu halten. Irgendwo ganz oben in der Holding wird es aber trotzdem dann zusammenwachsen. Also da, sonst ist es, also kartellrechtlich nämlich nicht ganz ohne, hat nur einen Fall. Also irgendwo gehört es dann zusammen, aber es wird versucht, organisatorisch möglichst getrennt gehalten zu werden. So. Der Unterschied zum Venture Capital, der wichtigste Unterschied meines Erachtens ist, weil das auch dann tatsächlich in das Konkrete, in die Art und Weise des Investments geht und auch in die Schwerpunkte, die bei den Verhandlungen gesetzt werden, ist, dass es nicht nur auf die finanzielle Rendite ankommt bei Corporate Venture Capital meistens, sondern tatsächlich auch man durch das Investment Know-how bekommen möchte, neue, sag ich mal, Inspiration. Wie gesagt, das ist diese Ergänzung zur Forschungs- und Entwicklungsaktivität. Also ein Corporate Venture Capital Investor möchte nicht einfach nur nach 8 Jahren seine Rendite ausgezahlt bekommen, sondern möchte wahrscheinlich langfristig an den operativen Vorteilen teilhaben. Das Kapital stammt, natürlich, wie der Begriff schon sagt, im Regelfall von der Muttergesellschaft. Und genau, es ergeben sich Besonderheiten in der Vertragsgestaltung, weil die Schwerpunkte anders gesetzt werden können. Gut, wieso mache ich das Ganze überhaupt? Warum investieren gestandene oder auch mittelständische Unternehmen in Startups? Mario, du hattest, mach mal eins weiter bitte. Du hattest vorhin schon Forschung und Entwicklung, F&E, angesprochen. Das ist natürlich ein Haupttreiber. Also klar, wenn Unternehmen, je größer es, insbesondere wenn es größer ist, rentabel sein möchte und seine Rentabilität fördern möchte, muss es innovieren, muss es Innovationen vorantreiben. Du hast gesagt, in den USA sind die Ausgaben dafür deutlich höher. Ja, das ist korrekt, aber hier in Deutschland sind sie natürlich auch nicht ohne. Was allerdings in den letzten Jahren natürlich dazugekommen ist, ist die Tatsache, dass Innovationszyklen deutlich kürzer geworden sind und immer kürzer werden. Also die Geschwindigkeit nimmt einfach stetig zu. Digitalisierung und generell Disruption ganzer Branchen, ganzer Bereiche. Jetzt natürlich auch nochmal getrieben durch Covid. Also ich bin sicher, das wird auch nochmal in einigen Bereichen durchaus katalytisch wirken. So, Forschung und Entwicklung muss sein. Man muss sich weiterentwickeln. Das Problem ist nur, dass da gelegentlich die Innovation auch etwas auf der Strecke bleibt durch diese gesteigerten Anforderungen an die Geschwindigkeit, an die Technologie. Weitere Schwierigkeiten sind häufig ja, diese Neigung, an Bewährtem festzuhalten. Ja, das andere Mindset im Gegensatz zu Startups, die da oft hinderlich, was da oft hinderlich ist, generelle Risikoaversion, weil das Geld, was da reingesteckt wird, natürlich auch wieder zurückkommen muss und natürlich auch die Fokussierung auf das Operative.
also schwerfälliger Tanker. Und um das zu beschleunigen, hat sich in den letzten Jahren, auch diese Entwicklung hat sich beschleunigt, wirklich in den letzten 2, 3 Jahren, Corporate Venture Capital als ja, Teil des Innovationsmanagements eigentlich durchgesetzt und ist auch tatsächlich hier in Deutschland nicht mehr wegzudenken, in den verschiedensten Ausprägungen. Der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass man aus dieser manchmal schwerfälligen Konzernstruktur ein kleines Schnellboot herausschält, was mit Hilfe anderer, nämlich der Startups, schneller in der Lage ist, neue Entwicklungen, technologische Entwicklungen und Marktentwicklungen aufzugreifen und überhaupt diesen Blick in bestimmte Marktnischen oder Technologienischen zu bekommen, das berühmte Window on Technology, was man sonst vielleicht aus der normalen F&E-Abteilung heraus nicht hätte. Machst du die nächste Folie bitte? Daher, welche Ziele liegen normalerweise so einer Corporate Venturing Strategie zugrunde und welche sollte man sich auch wirklich vor Augen führen, bevor man einfach planlos losläuft, was leider immer noch häufig genug passiert? Das genannte Window on Technology, also wie kriege ich schnell und einfach Zugang zu wichtigen Schlüsseltechnologien, wie kann ich die weiter beobachten, wie kann ich aber auch die ein oder andere ad acta legen, wenn ich sage, das passt nicht zu uns, wir bleiben in unserem Kernbereich oder wir wollen vielleicht doch in einen anderen Seitenbereich unsere eigenen Stärken ausstrahlen und uns da weiterentwickeln. Klar, Steigerung der Flexibilität. Wenn ich so eine Einheit außerhalb der Konzernstruktur aufhänge, kann ich natürlich viel agiler damit agieren, was die Beteiligung angeht, was aber auch die Entwicklung angeht. Ich möchte vielleicht aus meinem Kernbereich hinaus, also klassische Beispiele ist, oder ein Beispiel, von dem ich neulich gelesen habe, ist Kärcher, klassisches mittelständisches führendes Technologieunternehmen aus Deutschland. Jeder kennt die Dinger. Was machen die? Die haben sich an einem Startup, was Putzdienstleistungen anbietet, beteiligt. Also außerhalb des eigenen Kernbereichs, aber natürlich schon noch verbunden mit der Branche. Und nicht zu verachten, schließlich immer noch die finanziellen Ziele, die dahinter stehen. Klar möchte man natürlich irgendwie den Unternehmenswert steigern. Man möchte Return on Investment letztendlich haben. Aber, und das muss man sich immer vor Augen führen, da kommen wir nachher bei den Do's und Don'ts auch nochmal darauf zurück, das immer mittelfristiger. Also wir werden bei so einer CVC-Strategie nicht im nächsten Jahr eine signifikante Umsatzsteigerung im Gesamtkonzern zu erwarten haben. Und das ist tatsächlich, so banal es klingt, oft die Schwierigkeit, die in der Denke manchmal noch in den Vorstandsetagen herrscht, wenn man sagt, wir wollen zwar sowas, aber wir wollen auch, dass es sich nächstes Jahr schon rechnet. Wenn man so daran geht, dann wird es eher nicht funktionieren. Oh. So, das ist auch ganz gute Überleitung zur Frage, wann investieren und letztendlich auch wie investieren. Das geht ineinander über. Das ist eine ganz schöne Übersicht. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber der verschiedenen Phasen und wie die, also welche Gruppen normalerweise in der jeweiligen Phase investieren und was für Meilensteine die Unternehmen in der jeweiligen Phase regelmäßig, natürlich kann nur ganz grob sein, erreichen und was für eine Rolle Corporate Venture Capital da spielt. Was ich jetzt dazu einfach nur sagen möchte, ist, sollte deutlich werden, dass Corporate Venture Capital eben ein sehr weiter Begriff ist und im Grunde genommen kann man sagen, bei Investments in Startups gibt es Corporate Venture Capital Investments und den Rest. Und der Rest hat nämlich in der Regel, bei Friends and Family mag das vielleicht ein bisschen anders sein, aber in der Regel ein vorwiegend finanzielles Interesse. Daraus folgt, dass die Investoren mit finanziellem Interesse irgendwann auch eine Rückzahlung erwarten. Rückzahlung kann es nur geben, wenn das Investment verkauft wird.
Und Corporate Venture Capital hat eben wegen dieser mehr oder weniger ausgeprägten Schwerpunktsetzung auf die Technologie, auf den Zugang zur Technologie, meistens gar kein Interesse zu verkaufen, wenn das Investment läuft. Und ja, daraus ergeben sich eben, wie vorher schon angedeutet, verschiedenste Folgen, die sich dann in den Verhandlungen, in den Verträgen, in der Kooperation mit dem Startup niederschlagen. Das ist jetzt hier eine ganz kurze ja, Übersicht generell über Corporate Venture Capital hinaus der verschiedenen Investitionsmöglichkeiten. Da brauche ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber das klassische Venture Capital bewegt sich bei der Minoritätsbeteiligung, bei der Minderheitsbeteiligung, also kleine 25%. Wenn ein Corporate Venture Capital Investor entscheidet, über einen VC-Fonds zu investieren, also er setzt seinen eigenen VC-Fonds ein, auf und investiert dort Kapital der Muttergesellschaft, der Holding, was auch immer, um dann als VC-Fonds in der Startup-Landschaft zu investieren, dann ist er natürlich wieder in der Regel bei Minderheitsbeteiligung. Also das funktioniert normalerweise so, das erwarten die Startups auch so, also einem VC-Fonds eine Mehrheit zu verkaufen, ist sehr ungewöhnlich. Und die Übergänge sind natürlich dann fließend. Man kann natürlich als Corporate Investor auch mit einer Minderheitsbeteiligung anfangen, die dann sukzessive erhöhen. Joint Venture Charakter hat ein Corporate Venture Capital Investment oft sowieso, weil man Kooperationen auch auf der operativen Ebene eingeht. Und oft steht am Ende von Corporate Venture Capital Investments auch die Übernahme des gesamten Unternehmens, gegebenenfalls dann mit temporärer Mitarbeit der Gründer im Unternehmen. Und hier auch nochmal eine andere Übersicht für ähnliche Botschaft. Bei Inkubatoren, Acceleratoren, also in einem sehr frühen Stadium, ist das Ziel eben oft einfach nur einen Blick in die technologische Zukunftsentwicklung zu bekommen. Bei klassischem Corporate Venturing geht es dann um den Zugriff auf die Technologien, also sprich, es gibt dann schon eine einsetzbare Technologie und die Kooperation wird mit einem Kooperationsvertrag institutionalisiert. Und das Ganze kann dann eben in eine Partnerschaft oder eben Joint Venture übergehen. So, und jetzt kommen noch von Gesine ein paar Do's and Don'ts beim Corporate Venturing. Genau, eine Minute 49 Sekunden habe ich noch, muss ich schnell sein. nein, wir haben aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in dem Bereich, also wir beraten viele Unternehmen, die solche Strukturen aufsetzen und begleiten die natürlich dann im weiteren Verlauf der Umsetzung dabei, haben wir gerade am Anfang dieser Strategie, dieses ja, Strategy Buildings einige regelmäßig wiederkommende Fehler, sage ich mal, bemerkt, die man, wenn man sowas aufsetzt, von Anfang an vermeiden kann, wenn man sich einfach dessen bewusst ist. Eins hatte ich schon, aber einen klassischen Fehler hatte ich schon angesprochen, also das Commitment des Vorstandslevels, des Geschäftsleitungslevels, lässt manchmal zu wünschen übrig. Es herrscht dann so die Ansicht, ja, wir müssen das unbedingt machen und jetzt macht mal und dann wird es nach unten gegeben. Aber so ein richtiges Commitment, da Zeit und vor allem auch Geld reinzustecken, ist tatsächlich nicht da und dann fehlt es auch meistens an der Strategie. Also ja, gemäß dem Spruch, irgendwie der Fisch stinkt vom Kopf, es muss eigentlich hier ein Top-Down-Ansatz auch da sein, sonst funktioniert es nach unserer Erfahrung eher selten. Klar, organisatorisch fehlt es oft an der Verknüpfung dieser externen CVC-Einheit mit dem eigentlichen operativen Geschäft. Die laufen dann los, beteiligen sich, haben aber diesen Connex eigentlich zum wirklich operativen nicht. Wofür wird das eigentlich gebraucht, was wir da fördern? Also diesen Connex herzustellen, das ist eine ganz wichtige Sache. Kultur, ganz klar, ist was ganz Entscheidendes. Wenn ich nicht nur eine Standalone-Einheit mit den Startups haben möchte, sondern die wirklich ins Unternehmen integrieren möchte, dann muss ich da Verbindungen schaffen. Ich muss ein Anreizsystem für die internen Mitarbeiter schaffen, mit den Startups zusammenzuarbeiten.
Ich muss so auch die Talente entsprechend fördern, dass die da vielleicht mal rübergehen. Und ich muss eine gewisse Offenheit für eine Startup-Kultur einfach mitbringen oder langsam etablieren. Schwierig ist es auch oft, die richtigen Startups zu finden, muss man ganz klar sagen. Und die auch früh genug zu finden, damit man nicht nachher mit den richtigen Venture Capital Fonds in Konkurrenz tritt. Da sind die Bewertungen dann schon mal so hoch, da sagt man als Unternehmen, da gehen wir jetzt nicht mehr mit. Deswegen, ich muss sie rechtzeitig finden und ich muss rechtzeitig rein. Da hilft es manchmal auch tatsächlich, sich eines externen Anbieters zu bedienen. Also es gibt, gibt Anbieter, die ja sozusagen VC as a Service anbieten und gleichzeitig die ganze Marktbeobachtung, Longlisting, Shortlisting und nachher dann auch die Dealstruktur mit vorgeben. Geht aus meiner persönlichen Sicht aber ein bisschen zu sehr in Richtung richtiges Venture Capital. Richtiger ist es aus meiner Sicht eine Einheit, eine separate Einheit, die aber gut verbunden ist mit dem operativen Unternehmen zu bilden und die ordentlich zu staffen. Das heißt, externe Talente einzukaufen, die früher bei einem VC-Fonds waren, die selber ein Startup gegründet haben, die sich auf jeden Fall in der Branche, in der Szene auskennen und tatsächlich diesen Connex herstellen können und dann gewissen Drive reinbringen. Also das hat sich aus unserer Sicht tatsächlich am besten bewährt, denn dazu passt wieder hier dieses Kein-Schrot-Flinten-Prinzip. Wenn da jemand ist, der weiß, welche sind die Perlen, die wir wirklich ansprechen wollen, dann lohnt sich das, dann kommt man einfach viel schneller zum Erfolg. Heißt aber auch, ich muss natürlich Geld in die Hand nehmen, um die entsprechenden Leute, die diesen CVC-Arm leiten, dann auch marktgerecht zu bezahlen. Also immer wieder bei dem Punkt, dass das Management dann natürlich von der geistigen Haltung, aber auch von der finanziellen Ausstattung her dahinter stehen muss. Machst du mal die nächste Folie, bitte. Wichtig ist auch noch tatsächlich, dass man diese CVC-Einheit nicht den Compliance- und Reporting-Pflichten des Hauptunternehmens unterwirft, sondern ein bisschen leaner unterwegs ist, damit die Startups nicht in so eine Zwangsjacke gepresst werden und eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tun als reporten, sondern da muss, und das kann man rechtlich so gestalten, eine gewisse Flexibilität tatsächlich her. Gut, damit wir nicht zu viel überziehen, wir wollen Ihnen Ihre Mittagspause lassen, machen wir hier Stopp. Wir haben alle Punkte abgedeckt. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auf uns zukommen. Gerne können wir das noch im Detail weiter diskutieren. Wir haben natürlich hier auch ein bisschen weitere, also einen größeren Foliensatz. Wenn Sie sagen, das interessiert uns, kommen wir auch gerne zu Ihnen und machen das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher. Uns hat sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Feedback sehr, sehr gerne jederzeit. Wir schicken gerne auch die Präsentation rum. Da finden Sie auch unsere Kontaktdaten. Und schließen möchte ich an dieser Stelle mit einer sehr interessanten, mit einem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten und gut gezielten Zitat aus einer Studie von BCG, die Corporate Venturing untersucht haben letztes Jahr und sowohl Startups als auch die CVC-Einheiten selber befragt haben. Und da kam eigentlich raus, dass dass es drei Erfolgsfaktoren gibt. Nämlich, dass man vorher eine klare Strategie entwickeln muss und die auch kommunizieren, von Unternehmensseite wie auch von Startup-Seite, dass man tatsächlich wie ein Investor denken muss, also was ist mein Return on Investment, wann kriege ich den und wie viel muss ich wirklich in die Hand nehmen. Und wir hatten es vorhin schon erwähnt, wie schaffe ich es, diese neue CVC-Einheit und vor allem die Startups mit meinem Core-Business zu verknüpfen, dass wir nicht irgendwie zwei Raumschiffe haben, die umeinander kreisen, aber eigentlich zusammen nichts bewirken können. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald an dieser Stelle wieder und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Ja.